Und weiter geht die wilde Fahrt. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. So, dann fahren wir mal weiter. Schauen wir, wo uns der Weg hinführt. Jetzt bin ich wirklich wach. Wollen wir runter? Durch den Matsch durch. Ich hab Matsch im Mund. Dann mach den Mund zu, du kriegst doch nichts rein. Mann, Mann, Mann. Haben wir noch keine Tiere irgendwie gesehen, außer die komischen Hörnchen, Eichhörnchen da oder was das da waren. Ah, jetzt seht euch das. Oh. Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Ja, einfach durchfahren, oder? Da ist ein Scharfschütze. Das war's, Leute. Ich glaube, das schaffen wir zwar nicht, aber wir probieren jetzt einfach mal durchzurushen. Das war mit Vollgas. Geht schon mal nicht. Ich würde sagen, stellen wir unser Auto hier hinten ab. Lassen wir jetzt noch. Schauen wir uns, ob wir jetzt irgendwie an den Scharfschützen ranschleichen können. Wenn wir das Gewehr kriegen könnten, wäre natürlich optimal. Ich glaube, wir werden da nicht so leicht hochkommen. Da ist einer. Oben war doch auch einer, oder? Oh, der hat auch ein Scharfschützengewehr, sehr gut. Entschuldigung. Thank you.
Okay, ich will mir jetzt auf jeden Fall Scharfschützengewehr da oben holen. Nur dieser will mit, weil da eben noch ein Schuss. Weißt du, dann schießt er hier schon wieder um mich. Ja, super! Irgendwo hier war der doch, der Scharfschütze, oder? Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Da ist er doch. Oh, bis 5 Schuss. Okay, Leute, dann auf geht's zum Auto. Anscheinend setzt Nadine bei Ausgrabung immer noch auf Dynamit. Das dürfte Rafe nicht. Mei, was ist denn das? Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen die Brücke zerstören. Wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Na, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Ja, so eine Winde ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, du arbeitest nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sieht. Also ist Rafe kein Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja. Kann er jetzt einfach mal hinterher, würde ich sagen.
Hey Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ja, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner hat mich Fittiche. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und anderen gemacht hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern? Auch. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen. Hier ist das Wetter. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich... Vor und da lang. ...zu tun, bevor ich euch beide... Im Ernst? Wie kommst du, dass du noch lebst? Ja, damals war er nicht der Mann, der heute ist. Ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich hab seinen Boss ein paar Holzschnittdrucke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Das war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Na, dann hat er sich nicht groß... Fräulein hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Ja, die Typen umlegen hier. Schauen wir jetzt mal rein, wenn das schon so vermint ist. Gut, hier geht's nicht weiter. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas Schönes ist. Scheint nichts mehr zu sein. Oh, was ist da? Na, die wollen wir nicht haben. Ich sagen, fahren wir weiter. Ich glaube, hier waren wir doch schon, oder? Ich glaube, hier waren wir schon. Oder müssen wir die ganzen Camps erstmal ein bisschen abgrasen? Fahren wir zu dem anderen Camp. Da hinten war nämlich, glaube ich, auch noch ein Camp. Okay, dann mal zurück zum Thema, oder? Oh, klar.
Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Dann haben wir ihn an die Beine. Eigentlich da mal hochschauen. Bin gleich zurück. Bis gleich. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Boah. Geil. Okay, okay, okay. Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Ja. Hey, Casey, da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Da war ein Schatz drin. Jetzt schauen wir mal, jetzt landen wir ein bisschen. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Wenn ich mit dem Auto langfahren? Das muss ich wieder ewig weit rennen, um das Auto zu holen. Dann müssen wir da eigentlich hochkommen, oder? In Ordnung, ich bin soweit. Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Ja, weiter. Zugbrücke? Mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir da mal rüberschauen. Ich glaube, da kann man eh schon rüberhüpfen. Schauen wir mal. Kommen bestimmt gleich Gegner, denke ich mir. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Brücke hier aufmachen können irgendwie. Hey Ned, komm und sieh dir das an. Okay, hier ist gut. Ja, ein bisschen du. Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Ich glaube, ich muss die Kiste da oben irgendwie... Hey, sei vorsichtig, Junge.
ich denn da jetzt wieder hoch? Okay. Muss ich irgendwie von außen ran? Nein. Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Die habe ich auch schon gesehen. Nicht gleich gesehen. So hoch damit ihr. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Au! Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bist du klar. So, dann werden wir jetzt das mal hier ranschieben. Dann müsste ich auch das Tor öffnen können, dass wir mit dem Auto weiter können. Schwierige Geburt. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Halt, halt, Schollein! Sack. Ja, mach Lass ihn los, mach ihn! Danke, Sack.
Mei, sonst sehen die denn nicht. Noch. Das hab ich gesehen, Junge. Also ich down jetzt. Weg hier, bevor noch mehr Schorleins auftauchen. Na gut. So, mal runter mit der Brücke. So. Hitziges Feuergefecht. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Und jetzt schauen wir, dass wir die blöde Brücke endlich runter machen. Und nach dem Runterlassen von der Brücke ist aber auch schon wieder Schluss, Leute. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein. Dass ihr auch nichts verpasst. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Oder auch einen Daumen nach oben. Genau. Schaut mal die Brücke noch runter. Hi, jetzt aber. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.